Ja, herzlichen Dank für die freundlichen einführenden Worte. Polemisch heißt ja Polemos der Feind. Also da haben wir schon einen Grund, warum es Missverständnisse geben kann, dass wir einfach bestimmte Termini anders verstehen. Ich bin ja niemandes Feind. Ich bin schlicht und einfach ein harmloser Historiker, der auf die Quellen schaut. Und da kommt es natürlich dann zu kleinen Differenzen, weil mich interessiert nichts anderes als die Ideengeschichte der chinesischen Medizin. Und Sie sind, ich denke mal, in der Mehrzahl interessiert an der klinischen Anwendbarkeit der chinesischen Medizin. Und beides hängt trotzdem zusammen, weil wenn ich als Historiker auf die 2000-jährige Geschichte der chinesischen Medizin schaue, dann sehe ich ja, dass über diese vielen Jahrhunderte unglaubliches Wissen, theoretisches, praktisches, pharmazeutisches und sonstiges therapeutisches Wissen angesammelt wurde. Und dieses Wissen stand dann Anfang des 20. Jahrhunderts im Kontrast zu der aus chinesischer Sicht offenbar sehr viel überzeugenderen westlichen Medizin. Und dann wurde da eine Volksrepublik gegründet. Und die Volksrepublik hatte ein erklärtes Ziel, eine sozialistische Gesellschaft auf der Grundlage moderner Naturwissenschaft zu gründen. Und dann kam es zu einer Begutachtung der Traditionen und eine Kommission wurde eingesetzt, hauptsächlich aus westlich ausgebildeten Ärzten, die von 1950 bis etwa 1965 sich dieses Erbe anschaute, am grünen Tisch und dann eben mit einem, ja, Digest, würde man im Englischen sagen, also mit einem kleinen Filtrat herauskam und sagte, dieses Filtrat ist für die Zukunft eines der Naturwissenschaft, der modernen Technologie, der modernen Logik und dem Sozialismus gewidmeten modernen Chinas angepasst. Und dieses Produkt einer Kommission habe ich gewagt, Kunstprodukt zu nennen, weil es eben nicht etwas ist, was sich über 2000 Jahre lang allmählich entwickelt hat, sondern etwas völlig Neues war. Und dieses völlig Neue wurde dann, und hier unterscheiden wir Historiker uns auch schon wieder etwas von den Klinikern, als TCM bezeichnet. Das heißt, wenn wir Medizinhistoriker von TCM sprechen, meinen wir nur dieses Kunstprodukt, das aus dieser Kommissionsarbeit entstanden war, mit einem ganz dezidierten politischen Ziel. Und Kunstprodukt ist keinesfalls eine abwertende Bezeichnung, weil es schlicht und einfach bedeutet, hier ist ein Eingriff ganz bewusst geschehen und dieser Eingriff hat eine ganz neue Qualität für die chinesische Medizin nun unter dem Namen TCM ins Leben gerufen. Also da der eine oder andere weiß ja, dass ich dieses Interview gegeben habe vor einigen Monaten im Zürcher Tagesanzeitung, wo dann der Journalist TCM ist ein Kunstprodukt oben drüber geschrieben hat und das hat einer von Ihnen dann ins Chinesische übersetzt, allerdings ein bisschen falsch. Aus Kunstprodukt hat er Kunstobjekt, das man an die Wand hängt und dann ist in der chinesischen Presse im Stil der Kulturrevolution ein richtiger Hassartikel erschienen und sagt, die TCM ist etwas, was man nur an die Wand hängen soll und betrachten soll, aber nie mehr anwenden soll und so weiter. Also diese hübschen Missverständnisse sind offenbar unausweichlich, wenn man sich für das eine interessiert und Sie für das andere. Und als ich nun freundlicherweise eingeladen wurde, hier ein bisschen zu reden, was lehrt uns die Geschichte, habe ich gedacht, die Geschichte dieses 20. Jahrhunderts möchte ich nicht erzählen. Da gibt es wunderbare Bücher. Ralph Croiset oder Croiset, ein Kanadier, hat schon 1968 ein Buch geschrieben über Traditional Chinese Medicine, wo er diesen Übergang in die Moderne dargestellt hat. Und noch deutlicher werden Sie alles finden bei der englischen Historikerin Kim Taylor, Medicine of Revolution, Chinese Medicine in Early Communist China. Also das brauche ich nicht. Aber ich habe gedacht, ich schaue mir mal ein anderes Kunstprodukt an in der Geschichte der chinesischen Medizin. Und das ist der Anfang. Denn das ist ja etwas Hochinteressantes. Beginnend mit dem 2. Jahrhundert vor Christus kam in China urplötzlich, und das ist so fantastisch, weil wir ja in China, komme gleich drauf, wissen, was vorher war. Chinesische Kultur war ja noch schriftfester damals als die europäische, griechische, römische.
Deswegen können wir genau sagen, ante quem post. Beginnend mit dem 2. Jahrhundert vor Christus kam also ein völlig neuer Umgang mit Kranksein und Gesundheit in China auf. Wir müssen immer denken, vor 2000 Jahren waren die Chinesen und wir genauso schlau wie heute. Und da kam nichts durch Zufall zustande. Da hat es genauso Kommissionen gegeben wie zwischen 1950 und 1965. Und da schauen wir uns mal an, warum haben die damals etwas Neues aufs Tableau gebracht, was den Organismus zum ersten Mal in der Geschichte als integriertes Ganzes sah.